Erfrischende Unterhaltung bei einer neuen Folge von 2M hoch 2 wünscht Ihnen die Spezialbierbrauerei Forst. Herzlich willkommen bei 2M hoch 2. Viele Christen feiern den Heiligabend, die Weihnacht, am 24. 25. Dezember. La maggior parte dei cristiani, sappiamo, celebra il Natale il 24 e il 25 dicembre, ma ci sono dei cristiani che celebrano questa festività in occasione dell'Epifania, cioè il 6 e il 7 di gennaio. Alcuni di questi vivono nella città di Merano, siamo ospiti del centro russo Borodina. Es gibt aber auch Christen, die feiern an der Epiphanie, dem alten Geburtsfest von Jesus Christus. Und das ist die Nacht vom 6. auf den 7. Januar. Und wir sind heute zu Gast in Meran, im russischen Zentrum Borodina, und werden etwas mehr über diese alte Geburtstagsfeier von Jesus Christus erfahren. E qui a Merano ci troviamo all'interno della chiesa di San Nicola, chiesa realizzata al termine del 1800. Tra qualche istante incontreremo Andrei Prus, il direttore del centro russo Borodina, che ci racconterà non solo i segreti, ma soprattutto il fascino del Natale ortodosso. Wir sind in dieser wunderbaren Kirche in Meran, die dem heiligen Nikolaus, dem Wundertäter, geweiht ist. Und gleich treffen wir auf Andrei Prus, der uns viel mehr über dieses ganz besondere russische Weihnachten erzählen wird. Добрый день, Матео, добрый день, Андре. Am 7. Januar feiern wir russische orthodoxische Weihnacht. E questa differenza abbiamo dopo rivoluzione, perché Unione Sovietica spostata di calendario statale, wie war in Europa, auf gregorianische Kalender. Aber die russische orthodoxe Kirche geblieben bei alte julianische Kalender. In questo abbiamo questa di differenza di due settimane e festeggiamo 7 gennaio il nostro Natale. Più o meno lo avete capito la causa di questa differenza, la differenza tra coloro che celebrano il Natale il 24 e 25 dicembre e coloro che invece lo festeggiano il 6 e il 7 gennaio, una differenza che nasce dall'adozione di due diversi calendari. All'inizio lo Stato e la Chiesa russa avevano entrambi il calendario giuliano. Dopo la rivoluzione russa degli anni 20, lo Stato ha deciso di adottare il calendario gregoriano e da qui nasce questa leggera differenza di due settimane nella celebrazione del Natale. Also die Sache ist ja ganz einfach. Es gab zuerst den julianischen Kalender, Ende des 16. Jahrhunderts gab es dann den gregorianischen Kalender, da wurden dann die Schaltjahre hinzugefügt, 10 Tage weggenommen. Und in Russland wurde erst nach der Revolution in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts vom Staat dieser gregorianische Kalender übernommen. Allerdings bei der Kirche blieb der julianische Kalender und deshalb wird heute noch dort am 6. 7. Januar Weihnachten gefeiert. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2. Präsentiert von der Spezialbierbrauerei Forst. Unsere Welt, unser Bier.